Hallo, hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Es wird immer wieder diskutiert über Resistenzen, Antibiotikaeinsatz. Und ich will euch heute mal zeigen, was wir Landwirte eigentlich machen, damit genau dieses Thema immer wieder bearbeitet wird. Und was wir eigentlich machen, damit der Einsatz von Antibiotika auf ein Minimum reduziert wird. Und dazu möchte ich euch erstmal zeigen, wie wir tagtäglich bzw. was alles so bei der Abholung der Milch analysiert wird. Hier seht ihr zum Beispiel die Zellzahlen. Die Zellzahlen sind ein Indikator für die Gesundheit der Herde. Der Grenzwert liegt bei 400.000. Und wie ihr ja gesehen habt, waren bei uns die Werte alle unter 200.000. Eigentlich sogar unter 100.000. Und damit dies so bleibt und wir natürlich keine Schwierigkeiten bekommen, nehmen wir in regelmäßigen Abständen solche Milchproben. Diese Proben sind mit Nummern versehen und vorher sieht die Flasche so aus. Da ist eine Testflüssigkeit drin, damit die Milch nicht schlecht wird. Dann wird dort ein Viertel Gemälk reingemolken, also ein Test wird dort gemacht. Dann schicken wir das Ganze zur medizinischen Hochschule und dort wird das Ganze dann untersucht. Erst einmal werden die Keime, die sich in dem Viertel befinden, festgestellt. Und zum anderen wird auch geguckt, welches Antibiotikum im Falle einer Therapie am besten wirkt. Und wie so ein Bericht aussieht, das werde ich euch gleich mal zeigen. Dort ist die Kuhnummer, dann das Viertel, dann die Zellzahl, also diese Kuh hat definitiv eine Euterentzündung. Dann der Erreger, KNS, und dann wird hier beschrieben, welches Antibiotikum am besten hilft. Diese Untersuchungen machen wir regelmäßig, um so wenig Antibiotika wie möglich einzusetzen. Weil erstens mal der Einsatz von Antibiotika kostet natürlich Geld, weil wir die Milch von den Tieren natürlich nicht abliefern dürfen und auch das Mittel an sich ist sehr teuer. Und je weniger wir einsetzen müssen, desto besser. Und deshalb machen wir regelmäßig und ganz konsequent in einem sehr genauen Ablauf bestimmte Proben, und zwar sowohl von der Milch als auch, wenn die Tiere andere Erkrankungen haben, das gleiche mit Blutproben, um sicherzustellen, dass wir nur die Medikamente einsetzen, die auch wirklich wirken. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit der Vorsorge zur Eutergesundheit. Bis dann!